Leute, was geht ab, Leute, Hunger? Wir hatten einen Rocket Stop mitgenommen. Leider nur Traster. Habe ich schon 100. Wohin genau wäre nice. Ist ja auch unsichtbare Kräfte. Aber kommt leider nicht so oft. Meistens eigentlich Traster. Hab mich gerade mit Birgit getroffen für einen Glückstausch. Hab einen Shiny Portrait bekommen. Ist aber nichts Gutes geworden, einfach für die Liste abgehakt. Ansonsten schauen wir mal, was wir heute so treiben. Freundschaftsevent läuft. Wir können eigentlich 2 Glückstausche heute machen. Aber ich habe, glaube ich, gerade keinen am Start. Also ich habe schon noch ein paar, aber das wäre, glaube ich, zu spontan. Momentan haben wir ja die Glückssträhne laufen. Jeden Tag ein Lucky-Tausch. Schon über 2 Wochen. Um die 3 Wochen können wir schaffen. Danach sieht es mal aus. Außer es kommen neue Lucky-Freunde rein. Oder ich fahre nach Kassel oder sowas. Grüße gehen raus. Auf jeden Fall, das Event läuft. Es gibt ein paar Quests, aber die sind jetzt nicht so toll. Es gibt Nidoran und Nidoran als Belohnung und die Entwicklungen. Ansonsten nichts, was man wirklich jetzt jagen sollte oder könnte oder wollen würde. Zumindest nicht für mich. Ich habe beide schon Shiny, vor allem jetzt vom GoFest. Aber wahrscheinlich eine nette Sache für alle, die nicht beim GoFest waren. Und ja, Raidzone nicht angepasst, das heißt immer noch die normalen. Was interessant ist, die Biene, die Honigwabe, gibt es vermehrt. Und die auf 100 wären natürlich mega saftig, aber nur weiblich. Es kam gestern schon ein männlicher rein, aber ich brauche nur den weiblichen, weil der männliche kann sich nicht entwickeln. Dementsprechend leider nutzlos. So wie halt in echt. Nicht, Mann. Aber abgesehen davon gibt es halt nicht wirklich viel zu tun. Arenen machen, Terrakiums machen. Ich habe mal schnell Sierra besiegt. Wird mal Zeit für ein neues Shiny. Mauzi von Cliff haben wir schon. Krypto. Aber es fehlen noch Sneebel und Sichlor. Noch nicht. Ich mache hier jetzt ein Alola Raichu Raid. An der Arena, wo ich noch die Punkte brauche. Ich habe gerade einen Kollegen getroffen und wir haben 2 Kobalium. Was für Kobalium? Terrakium Raids gemacht. Auch Arena-Punkte, natürlich nichts Gutes mit dabei gewesen. Ein weiterer Pluspunkt vom Event ist auch, dass man mehr Schaden macht mit seinen Freunden. Dadurch war der ganz leicht zu 2,5 machbar. Und wahrscheinlich auch zu 2. So. Danach fahre ich vielleicht direkt nochmal zu einem anderen Raichu. Einfach für einen 100er Shiny und die Arena-Punkte. Ansonsten gibt es halt echt nicht so viel zu tun während des Events, außer halt der normale Alltag. Und vielleicht hier und da mal ein Spezialtausch mehr, aber das war's auch schon. Also wird auf jeden Fall eine ruhige Woche. Wahrscheinlich vermehrt Kobalium? Terrakium Raids machen. Beim letzten Event hatte ich wenigstens noch die Kastadur, die so mein Hauptziel waren. Aber jetzt während dieses Events habe ich eigentlich gar kein Ziel. Außer halt Badribi 100, weiblich. Aber das kann ich ja nicht entscheiden. Entweder kommt es rein oder es kommt nicht rein. So, schaut mal. Ich merke noch gar keinen Unterschied. So, schauen wir doch mal. Und gleich down. Ich hab schon gedrückt. Und? Der Mann, die Frage hier. Weil so schönes Wetter ist. 15,60. Wetterboost weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich glaube aber 16 irgendwas. Und nicht shiny. Ich habe das zweite Raichu nicht geschafft. Nehme aber hier noch mindestens ein Shinyx mit. Ich versuche ja jetzt vermehrt zu raiden. Für die Arena-Punkte. Und um so Sachen wie Shinyx endlich mal auf 100 zu bekommen. Flunky für Alola Raichu natürlich, Alola Kokowai, Absol, nicht 100, 500 wäre 100 und Galas Mokmok zum Beispiel. Ah, naja, ist ja nichts von beiden. Das zweite Shinyx nicht erwischt mehr, komisch. Ich hatte den irgendwie länger in Erinnerung, aber Flunkiefer ist mal aufgetaucht hier. Das sind
sogar 5 Leute hier drin. Läuft. Und schauen wir mal. Ich habe heute ein neues Video hochgeladen. Ein experimentelles. Neues Format. Nicht Format, weil ich weiß nicht, ob ich es öfter bringen will. Oder werde. Aber mal ein neuer Style. Jetzt habe ich die Raid-Tour gestern komplett im POV-Style gefilmt. Ein paar von euch kann nur wissen, was POV ist. Ja. Hatte das hier so, ich hatte so eine Halterung hier. Hatte dann die Kamera einfach draufgesetzt und dann konntet ihr eigentlich alles miterleben. Screen wurde ab und zu, eigentlich meistens, nicht genug gezeigt. Aber ich denke, es ist eine Erfahrung wert. Da kriegt man so das richtige Feeling, wie das so auf einer Tour ist. War auf jeden Fall eine epische Tour, wie immer. Könnt ihr gerne abchecken. Und auch ein paar kontroverse Momente. Bin gespannt auf die Reaktion. Ich hoffe, ich habe mich nicht zu schlecht verhalten. Naja, wir suchen noch ein paar andere Raids. Nächster Raid, ein Click-Raid am Hauptbahnhof, der Löwe. Müssen wir auch noch auf Gold bekommen. Dachte ich mir, immer wenn ich reise oder so, wenn ich wegfahre, komme ich ja an dieser Arena vorbei, aber so oft fahre ich eigentlich gar nicht weg. Leider, vielleicht 2020 öfters. Und dann muss ich mich noch mit einem Kollegen treffen. Spontanes Projekt. Und zwar betreibt er die Map hier in München. Und er hätte gern ein Video, um ein bisschen mehr Aufmerksamkeit drauf zu locken. Und die Münchner ein wenig zu ermahnen, sozusagen. Aber mehr dazu gleich noch. Ja, relativ spontan, relativ unvorbereitet. Mal schauen, wie ich das machen werde. Ich hatte mir eigentlich so eine Art Reportage überlegt. So Steuerung F mäßig, aber das war nicht das, was sie sich vorgestellt hat. Deswegen glaube ich jetzt eher so ein Interview. Oh Gott, endlich getroffen. Und ich stelle ein paar Fragen. Also ich frage die Community auf Instagram. Was würdet ihr einen Map-Betreiber fragen? Und die Top-Fragen kommen, glaube ich, in dieses Video dann. Und dann gebe ich ihm halt die Chance, das zu erzählen, was er erzählen will. Ja, und das alles muss vor 21 Uhr passieren, denn 21 Uhr sind wir live. Immer Livestream am Donnerstag. Vor allem heute ist ein wichtiger Momenttag. Ich muss hier lang. Denn einer der Mitglieder, die mich unterstützen, feiert sein Jubiläum. 12 Monate hat er mich dann unterstützt. Grüße gehen raus an Corleone und Grüße gehen raus an Marcel. Der ist bereits einer, der mich seit über 12 Monaten, über einem Jahr unterstützt. Also krasser Support, vielen Dank. Grüße gehen raus an euch. Und ihr könnt auch gerne mal im Livestream vorbeischauen. Das würde mich auch unterstützen. Oder ihr hinterlasst einfach ein Like, einen Kommentar, ein Abo und aktiviert die Glocke. So könnt ihr mich auch unterstützen. Seht ihr das, Leute? Überall einfach nur grüne Wiese. Jeder hat das, keine Ahnung wieso. Wollte gerade einen Gala Smog Mob machen, aber Spiel lässt es nicht zu. Schon über 5 Minuten, bei jedem so. Keine Ahnung, was da los ist, echt schade. Wie gesagt, wollte noch den Raid machen, ein paar Geschenke sammeln. Kollege hat auch spontan Treffpunkt verlegt. Dementsprechend alle unsere Pläne durcheinander gebracht. Sonst hätten wir noch ein paar Raids mitnehmen können und noch mehr Geschenke sammeln können, aber jetzt, ja, jetzt ist totales Chaos. Yo, was geht, Leute? Ist der nächste Tag. Ich weiß gar nicht, wo wir gestern aufgehört haben. Ich weiß auch gar nicht, ob ich erzählt habe, dass ich mich mit einem Kollegen getroffen habe, der die Map hier in München betreibt. Oder ob ich das nur auf Instagram gefragt habe. Aber ich hoffe, ich habe euch gefragt oder es euch erzählt. Und ja, eine Menge Infos, ein größeres Projekt. Ich habe jetzt da gestern Abend nichts gedreht, weil wir müssen uns erstmal Gedanken machen. Es ist halt echt viel zu viel. Also eine Sache, Willis für mich cooler, danke. Eine Sache ist halt, ich denke, ihr kennt das Video, die Reportage über Kai von Way Collective. Ein krasses Video und so ein Video will ich halt natürlich auch machen über Maps halt und den lokalen Map-Betreiber. Aber dann gibt es natürlich auch Videos, nicht nur Videos, sondern einer schon eine Aufgabe, eine Pflicht für mich, dass ich halt die Map vorantreibe, sozusagen, kann man das so sagen. Weil wir hatten zum Beispiel jetzt in der öffentlichen Gruppe, wo das halt noch in den staatlichen war und wo das halt noch zum Beispiel umsonst angeboten wurde, über 600 Mitglieder. Und jetzt, wo es halt ein Abo ist, das 3 Euro im Monat kostet, haben wir nicht mal 50 Leute. Und das reicht dann natürlich nicht, um die Kosten zu decken. Und
er ist halt nur hinter der ganzen Technik und jetzt brauchen wir eigentlich jemanden, der das Ganze vorantreibt, der das an den Markt, an den Mann bringt und der jetzt so die Münchner mobilisiert und sich da einsetzt. Ja, und dieser Golle fällt wohl auf mich zu. Zu viel Verantwortung, Mann. Dementsprechend, ab jetzt wird wieder aktiv für die Map geworben. In jedem Video wird das erwähnt und ein extra Ansagevideo gegen die Münchner wird auch noch kommen. Weil die sind halt ehrenlos, kann man nicht anders sagen. Wisst ihr ja, also jeder, der mich verfolgt, das ist kein Geheimnis, habe ich schon oft gesagt. Maps gibt es schon seit Ewigkeiten wieder und München hat jetzt auch schon wieder eine Weile, aber auf jeden Fall viel, viel später als jede andere Stadt. Obwohl München halt eigentlich eine Metropole ist, aber map-technisch ungelogen waren wir letzter Platz. Ja, und ich muss jetzt dafür kämpfen, dass die Münchner Map abgeht. Viel Spaß, Hong. Oh Mann. Das war's auf jeden Fall von mir, Leute. Das Event ist nicht so toll. Abgesehen vom Tauschen, ja, gibt's eigentlich nichts zu tun. Wir waren gestern live und da haben auch sich ein paar Leute beschwert, dass die Quests einfach unnötig und langweilig und schlecht sind. Man kann die Nidoran-Quests machen für die Nidorans, aber ansonsten. Aber ich persönlich, für mich gibt es nichts zu tun. Ich mache einfach hier und da Raids, die ich sehe, für die Arena-Punkte und hier und da fange ich, glaube ich, wieder an, ein paar Mankeys zu jagen, aber dadurch, dass halt Event ist, gibt es halt überall nur die Event-Quests und Mankeys relativ selten. Ich habe, glaube ich, 3-4 Stück gesehen, die ich mir heute abholen könnte. Dementsprechend müssen wir jetzt da durch, bis das Event zu Ende ist. Das war's von mir. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.